geht hektisch und heiß und es hat Dampf überall. Es ist Hochbetrieb in der Wäscherei und die Kunden erwarten gut schmöckige Wäsche. Und Kaya, die bringt mir sie heim. Sie kennt Kopenhagen, fast jede Strasse, obwohl sie erst 13 wird. Kennt Stegenhausgeschmack und drückt die Leute die Knöpfe lang und hat sich noch fast nie verirrt. Sie wäscht und sie stärkt und sie bückelt 4 Jahre und geht nach der Lehre auf Gnoschieu. Und Schweden hat sie ihre Mitsommernacht, der Dietrich Hans, das erste Mal gesehen. Sie lernen sich kennen, sie werden ein Paar, 2 Töchter stellen sich ein. Und die Wohnung wird in Helsingborg definitiv für 4 Leute und die Wäscherei zu klein. So ziehen sie in die Schweiz, weil der Hans findet eine Stelle und eine Wohnung ist zu Flumental frei. Und Kaya nimmt Abschied von Krägen und Hemmli und Laugenduft ihr Wäscherei. Keine Hafenanlage am sickeren Strand, keine Kutter und es schmeckt nicht nach Fisch. Und die Sprache, die man zu Flumental redet, tönt so fremd, dort wo Kaya jetzt hergekommen ist. Der Hans hat Erfolg, doch bleibt immer mehr fort, ist nicht mehr der gleiche, den sie hat kennt. Da haben sie sich nachher eine unruhige Zeit und 25 Jahre wieder trennt. Alleinstehend ist sie seit 35 Jahren, alleinstehend, doch nicht allein. Sie hat ihre Töchter, das Dorf, der Verein und Bekannte, die zu einer haben. Wer mit ihr redet, der redet deutlich und laut. Es braucht klare Worte, dass sie es versteht. Und sie betreibt Fitness mit Sticken und Jass, oder dass sie sich Patience leiht. Wer 90 will werden, dem sagt sie, wie es geht, wie sie ihren Tagesplan genießt. Es behaltet einem jung, wenn man aktiv bleibt und beim Kegeln ein Babeli schießt.